5 Wochen ist es her, dass 21 Menschen auf der Duisburger Love Parade ums Leben kamen. Gerade war ein bisschen Ruhe eingekehrt, doch heute sind neue Bilder der Tragödie aufgetaucht. Walter Rainer Schaller hat Videomaterial von 7 Überwachungskameras ins Netz gestellt, als angeblichen Beweis dafür, dass die Polizei eine Mitschuld an der Massenpanik trägt. Der Vorwurf, die Polizei habe mit ihren Absperrungen das Chaos erst möglich gemacht. Auf den jetzt veröffentlichten Bildern sind Polizeiblockaden zu sehen und eine Menschenmenge, die plötzlich bedrohlich anwächst. Die Polizeigewerkschaft weist diese Vorwürfe zurück und spricht von schlampiger Planung der Veranstalter. Ja, wer trägt die Schuld an der Tragödie? Diese Frage stellt sich auch Claudia und Manfred Reis aus. Ihre Tochter Svenja ist im Todestunnel gestorben. Claudia und Manfred Reis aus auf dem Weg zum Grab ihrer Tochter. Doch statt hier in Ruhe trauern zu können, kämpfen die Eltern von Svenja. Kämpfen um den Ruf ihrer Tochter. Sie hat feste Ziele im Leben gehabt. Sie wollte, hat ja ihr Jurastudium gemacht und war so immer so hilfsbereit. Es klingt zwar blöde, wenn ich sage, es gibt nichts Schlechtes, aber es gibt nichts Schlechtes. Und doch müssen die Eltern nach der Tragödie mit Berichten wie diesem leben. Ungefragt wird Svenjas Bild aus einem sozialen Netzwerk veröffentlicht. Wird behauptet, sie habe allein mit einem Job bei einer Fastfood-Kette ihr Studium finanziert. Sie habe sich extra für die Love Parade Urlaub genommen, sei ein Partygirl gewesen. Jede einzelne Zeile ein Stich ins Herz der Eltern. Der Frust wurde einfach immer größer. Wie kann man sowas schreiben? Wie kann man sowas schreiben und sich, weiß ich nicht, ob sich da andere Leute da profilieren wollen oder Geld machen wollen oder sich irgendwie, weiß ich nicht. Es war nicht ihr Ding. Sie war zurückhaltend, sicher, Party war gut. Svenja war ein lebensfroher Mensch mit Zielen. Sie wollte Staatsanwältin werden. Svenja wurde nur 22 Jahre alt. Eltern und Freunde müssen jetzt klarkommen mit dem Verlust. Sie wollen, dass kein falsches Bild von Svenja in Erinnerung bleibt und sie denken auch an andere in diesen Tagen. Wir haben uns Gedanken gemacht, was ist mit den Leuten, die da drüber gelaufen sind über diese Körper, die geschoben worden sind, die sind ja nicht gelaufen, die sind einfach geschoben worden. Was ist, wenn in 4 Wochen irgendwo sich einer aufgehangen hat, weil keiner mit ihm geredet hat, der hat einen Brief, ich bin über irgendeine und die Eltern haben ihn nicht verziehen. Es kann der Erste sein, der Zehnte, der Zweite, wie geht's den Menschen? Also denen gebe ich keine Schuld, die möchte ich einfach freisprechen, damit die das eigentlich versuchen zu verarbeiten. Bitter ist für die Eltern, tagtäglich mitzuerleben, wie sich alle, die für die Tragödie verantwortlich sein könnten, gegenseitig die Schuld zuschieben. Es müssten 4, 5 Leute einfach die moralische Verantwortung übernehmen, koste was er wolle. Entweder bin ich damit drin, bin ich nicht damit drin, das wäre eigentlich so richtig. Dass da die Leute einfach sagen, egal, es sind halt so viele Menschen ums Leben gekommen, wir haben das angeleiert, wir stehen dafür gerade. Ja. Denn wenn sie gewählt werden wollen, machen sie auch. Die versprechen alles, die schütteln Hände, die streicheln Schultern und jetzt verkriechen sich alle. Also was mir auch ganz, ganz wichtig ist, dass diese Sache aufgeklärt wird, dass sich irgendjemand mal dazu stellt, weil mein Gedanke ist, seit einer Woche hätten die Leute die richtige Entscheidung getroffen, dann hätte ich mein Kind noch. Irgendwann wird die Zeit des Kämpfens für Svenjas Eltern vorbei sein. Erst dann beginnt für sie die Zeit der Trauer, die Zeit des Abschieds.